Hallo, ich bin Klaus Wörblink. Das ist der Propeller von einem Flugzeug, dem sogenannten Fiesler Storch. Aufgrund seiner Bauweise, überwiegend aus Holz, mit Stoffbespannung, mit einem sehr kräftigen Fahrwerk, war dieses Flugzeug leicht, flog langsam und konnte auf kurzen Pisten starten und landen. Damit war es vielfältig einsetzbar. Entwickelt und gebaut wurde dieses Flugzeug ab 1935 in den Fiesler Flugzeugwerken in Kassel-Bettenhausen. Dieses Werk profitierte von dem Rüstungsboom der Nationalsozialisten und wurde zu einem der ganz großen Flugzeughersteller in Deutschland. Gerhard Fiesler hat im Ersten Weltkrieg fliegen gelernt und sein Können permanent verbessert. In diesen Jahren gab es regelmäßige Flugtage, bei denen Kunstflieger in sportlichem Wettkampf gegeneinander antraten. Eine Jury kürte die besten Flieger. Gerhard Fiesler war fünffacher deutscher Meister, zweimal Europameister und 1934 sogar Weltmeister. Bei einem Flugtag 1928 in Kassel-Waldau wird beschrieben, wie er seine Loopings drehte, auf dem Rückenflug Schrauben und Loopings vollzog und im steilen Sturzflug einen Vorwärts-Looping ausführte, was bis dahin nur wenige konnten. Die Kasseler feierten ihren Held überschwänglich, es gab einen richtigen Starrummel um ihn.